So. Herzlich willkommen im Hallo beim Not Another Dope Show. Ernst stammt 2 Wochenreflexion vom 19.05. bis 23.05. 94, ja, 15.05. sorry, bis 23.05. Zurzeit vergeht die Zeit wie im Flug und sehr eintönig. Küche, Küche, Küche. Im Stamm wollte ich Feedbacks haben, was meine Stammgeschwister darüber denken, dass ich eine Beziehung mit der Michaela haben will. Mit dem Ergebnis war ich mehr als unzufrieden. Da einerseits Bedenken sind, dass wir uns abkapseln und unangreifbar machen. Andererseits bist du, Marion, dagegen, weil du denkst, ich würde keine Therapie machen. Ich bin nicht dieser Ansicht. Da einerseits die Family uns konfrontieren kann, sollten wir uns wirklich nur alleine machen. Und ich bin der Ansicht, dass ich schon Therapie mache, und zwar nicht mehr und nicht weniger als der Rest hier. Beziehung hat sehr viel mit meiner Drogenabhängigkeit zu tun. Aber ich will nicht deshalb die Beziehung, sondern weil ich mich in die Michaela verliebt habe. Dann, als wir am Wochenende nach Gießen gegangen sind, habe ich am Straßenrand einen Joint liegen sehen. Allerdings hat mir das überhaupt nichts ausgemacht. Auch nicht, dass auf der Rückfahrt mit der Fähre andere Leute, also fremde Leute, Bier abgepumpt haben. Ein Zeichen dafür, dass ich zurzeit einen ziemlich großen Drogenabstand habe. Mir geht es eigentlich sehr gut. Ne? Da hat die mir tatsächlich einen Vorwurf gemacht, ich würde keine Therapie machen, weil es mir gut geht, weil ich nicht die ganze Zeit rumrenne mit der Lädchen und immer schlecht drauf bin. Ich hatte es schon mal erwähnt, dass ich geglaubt habe, die konnte mir nicht ausstehen und dass die halt tatsächlich versucht hat, mich zu mobben oder irgendwie rauszuekeln. Er hatte sich aber geschnitten gehabt, weil ich habe ja schon mal erwähnt, Fibromyalgie-Leute, die sind irgendwie zäh und am Einstecken sind die sehr gut. Und ich habe halt einfach eingesteckt, wenn die gemeint hat, sie müsste mich, ich sehe die nicht so oft. Sie wollten zweimal in der Woche gesehen und ab und zu mal am Wochenende oder sonstige außerplanmäßigen Zeiten waren halt nicht viel. Also ich weiß nicht, was sie für ein Problem gehabt hat. Die Küche ist halt tatsächlich so extrem voll ballern mit Arbeit, dass du kaum mit den anderen Leuten Freizeit hast. Weil immer wenn die Freizeit haben, musst du arbeiten. Und wenn du Freizeit hast, sind die in ihren Bereichen am Arbeiten. Und das heißt halt, dass du dann mit den Küchenleuten mehr zusammen sein kannst und ganz wenig, und das ist bei denen auch so, dass man da ganz wenig raus kann. Man ist sehr froh, wenn man dann plötzlich mit den anderen Leuten weitergewachsen ist und mal rauskommt aus der Küche. Also das war bei mir schon ziemlich heavy zu dem Zeitpunkt. Oh, und nächste Woche wird es interessant für euch. Bestimmt. Da war die Kripo zu Besuch. Ja. Bis dahin, peace out. Daumen hoch, Abo raus, Kommentare würde mich freuen.